Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat mit der Weiterverbreitung eines Tweets für mächtig Aufsehen gesorgt. Es geht um den Angriff auf den Ehemann der Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi. Es gebe die winzige Möglichkeit, dass doch mehr dran sei an der Geschichte, als man meine, schrieb der Multimilliardär. Er bezog sich damit auf Gerüchte, dass es sich bei dem Angriff auf Pelosis Ehemann nicht um ein rechtsradikales Attentat, sondern um einen Streit mit einem bestellten Callboy gehandelt haben könnte. Der 82-Jährige war in seinem Haus mit einem Hammer geschlagen worden und liegt mit einem Schädelbruch seitdem im Krankenhaus. Der Täter wurde festgenommen. Musk hatte seinen Tweet inzwischen gelöscht.